Yo, meine Freunde, hier ist euer Common Girl Cats Play und heute geht es weiter mit der zweiten Runde von Ehrenmanrius versus Gepake. Und ihr glaubt es nicht, der Boy Ehrenmanrius hat einen Diss-Track gegen Gepake hochgeladen und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Aber falls ihr keine Ahnung habt, wer Gepake und wer Ehrenmanrius ist, schaut doch einfach in mein Video hier oben vorbei und lasst euch aufklären, meine Freunde. Also erstmal, wenn es stimmt, was Ehrenmanrius da droppt über seine Beziehung zu Gepake, dann Hut ab, das Ganze wird richtig dramatisch. Zum Beispiel gibt er hier an dieser Stelle zu, dass er einfach von Großfamilien bedroht wurde. Früher war es auf mein Nacken leben und paar TikToks drehen. Heute sind es Statements und mich bedrohen mit Großfamilien. So nach ungefähr einem Drittel des Songs gibt er dann auch ganz offen zu, dass die Beziehung, die er zu Gepake hatte, ein absoluter Fake war. Doch was dachte ich mir in der Mitte diesen Jahres? Lad eine dicke Dame ein, sie war mir erst sympathisch. Traf sie dann paar Mal und uns wurde dann schnell klar, eine Fake-Beziehung zu machen, das macht uns jetzt viral. Digga, auch einfach, wie episch ist dieser Echo-Effekt denn bitte? Ich schwöre, noch nie so eine Gänsehaut gehabt. Ehrenmanrius wirklich top. Und ich rekonstruiere euch jetzt so ungefähr ein bisschen die Timeline, die Ehrenmanrius da in seinem Lied darstellt. Er sagt, so Mitte des Jahres 2022 haben die beiden sich kennengelernt, getroffen und festgestellt, yo, wenn wir jetzt eine Beziehung faken, dann werden wir mega steil gehen auf TikTok. Und er wirft Gepake dann vor, dass sie einfach immer mehr und immer mehr Fame von ihm wollte und halt diese ganzen crazy Einfälle hatte, immer und immer mehr Sachen zu faken. So zum Beispiel das Tattoo, was sie sich mit Ehrenmanrius Namen halt stechen lassen. Wie viel kostet eigentlich so eine Tattoo-Entfernung? Das geht ja sogar. Also das ist vielleicht sogar weniger, als sie für das Tattoo gezahlt hat, wenn sie abgezockt wurde, so wie ich bei meinem ersten Tattoo. Und das Ganze wurde dann aber für den Ehrenmanrius so wild, dass er irgendwann einfach gesagt hat, yo, lass uns auf Social Media posten, dass wir getrennt sind. Aber das fand Gepakes Papa nicht ganz so geil. Boah, Gepake. Weißt du noch, als ich meinte, ich will einfach nur posten, wir sind nicht mehr zusammen und du meintest, dein Vater erlaubt es mir nicht. Ehrenmanrius sagt dann auch, dass Gepake ihren Job gekündigt hat, nachdem sie so viel Fame abgegriffen hat und ihn dann hintergangen hat. Obwohl die beiden abgesprochen hatten, dass sie keine Statements getrennt voneinander veröffentlichen, hat Gepake dann einfach gepostet, dass sie eben ihre Tage bekommen hat und das Baby also quasi nicht austragen konnte. Und dann droppt Ehrenmanrius einfach den großen Reveal. Er ist gar nicht der, der sich das alles ausgedacht hat. Nein, nein, nein. Gepake ist das Mastermind dahinter. Ich muss euch doch was extrem heftig Wichtiges erzählen. Wer dachte, alles kommt von mir, der wird sich jetzt nicht schämen. Und vor allem hat sie dann auch irgendwie gesagt, dass sie ja ihn für mehr Fame im Internet auch fremdgehen könnte und so. Und man versteht das aber nicht so wirklich. Also vielleicht hört ihr da was anderes raus. Ich weiß nicht, ich bin mir sicher. Hilfe? Denn sie meinte, sie will mir öffentlich für Fame fremdgehen. Ich dachte nur, sowas kann man nicht, das meint nie im Leben. Also, falls er was anderes sagt, let me know. Insgesamt schiebt er ja auch die Schuld zu für dieses Fake-Kind. Er sagt, dass halt die größten Dinge, die gefaked wurden, von ihr ausgehen. Und er deswegen auch sagt, dass sie die größte Schuld daran trägt, dass es überhaupt zu dieser Lüge mit dem Kind gekommen ist. Und er wollte das Ganze auch auflösen, aber Gepakes Vater fand die Idee so scheiße, dass er meinte, wenn du das tust, dann darf Gepake hier nicht mehr bei uns zu Hause leben. Und Ehrenmanrius Herz hat so sehr für sie geschlagen. Ihr Löwe, ihr Bär. Mein Löwe, mein Bär. Dass er das nicht gemacht hat. Und das bereut er jetzt. Mal ganz kurz nebenbei, wer ist eigentlich dieser Typ, der so ab Hälfte des Videos im Song mit rumtanzt? Ich weiß es nicht, was hat er mit dieser Story zu tun? Und Leute, ich weiß es nicht, aber fällt euch bei dem Song im zweiten Part eine gewisse Ähnlichkeit zu einem anderen Song auf? Ich weiß nicht. Wir können ja mal ganz kurz in diesen Track hier reinhören. Er macht über 100 Mille jährlich. Kenneth sitzt bei Stern TV und lügt, um seinen Ruf zu retten. Doch du würdest eigentlich so gern in meinen Schuhen stecken. Und an dieser Stelle. Du bist vogelfrei, weil du den Ehrenkodex brichst. Du bist nicht interessant für diese Medien ohne mich. Und an dieser Stelle. Du bist vogelfrei, nur weil dein Vater verrückt ist. Du bist nicht interessant für dieses TikTok ohne mich. Merken wir auch irgendwie, Ehrenmanrius, kann es sein, dass du einen Song von Bushido geklaut hast? Insgesamt muss ich sagen,
What the fuck? Ich hätte nicht gedacht, dass das Ganze so eskaliert ist, dass er wirklich Morddrohungen bekommen hat und irgendwie von Großfamilien bedroht wurde. Ehrenmann Rios, jetzt mal ganz ehrlich, wenn die ganze Geschichte stimmt und du wirklich so eine toxische, wenn auch Fake-Beziehung zu Parker hattest, dann tut mir das mega leid für dich. Und das muss echt nicht einfach gewesen sein. Aber mal ganz ehrlich, auch dann hättest du gar nicht erst diese Sachen faken sollen. Also zumindest die Beziehung. Ich kann verstehen, dass du es danach nicht auflösen wolltest. Wenn man bedroht wird, dann ist das auch schon irgendwie kacke. Aber so insgesamt, so, ich weiß nicht. Warum? Warum hat er daraus einen Rap-Song gemacht, den er von Bushido geklaut hat? Und ich werfe einen Blick mal hier in meine magische Glaskugel, um in die Zukunft zu schauen. Und ich sehe, dass Gepak wahrscheinlich auch noch ein Statement dazu machen wird, indem sie Ehrenmann Rios alles in die Schuhe schiebt. Oh. Was denkt ihr, wie es weitergehen wird?